Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge heute hier am Freitag von Medieval Engineers in der zweiten Staffel bei uns auf MicroHazard TV. Ich bin's, der Eiswecker, und begrüße euch natürlich wieder zusammen mit dem Heiko. Hallo. So, ich habe natürlich ein bisschen Flachs und Weizen angesät, im Offscreen teilweise auch, damit ihr nicht ganz so einen Schreck kriegt. Das sind nämlich ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fast 8 komplette Reihen mit Flachs, Heiko. Machst du hier gerade irgendwas? Bist du gerade irgendwo hier? Nee, Heiko? Ich bin gerade ein bisschen weit weg. Ich hab sogar noch mal schon im Inventar, als ob, ey. Oh, da ist ein Tier. Erwischt! Verloren. Dankeschön. Hast du? Ja. Hui. Das Fell gehört mir. Kannst du gerne haben, ich habe schon 3 Stück davon. Ich habe schon 3 Fells. Ich habe übrigens mal hinten eine Lücke jetzt dicht gemacht gerade, ne? Ah, das hast du da rumgehämmert. Kann ich da gar nicht mehr durchlaufen, ist ja kacke. Wie sieht's denn eigentlich bei dir mit Pfeilen aus? Wie viel hast du denn noch? 14. Ich habe nämlich nur noch 5. Oh. Hast du gesehen, wie viel Flachs ich hier angepflanzt habe? Warte. Aber ich habe auch noch 20 Metallteile, deswegen. Ja, ist so ein bisschen was, ne? Gleich nochmal am Weizen dahin, dann passt es. Na, Weizen ist hinten an der Mauer. Okay. Und ist unten an der Mauer Weizen. Also an der Palisade, an der Mauer stimmt ja nirgends. So, Kescher. Mach mir mal wieder 30 Pfeile. Beziehungsweise Bolzen sind es ja. Bei der Armbrust sind es ja eher Bolzen und keine Pfeile. So. Hier ein paar angelegt. Ich habe jetzt hier hinten eine Kiste für Stöcke und eine Kiste für Totenschädel, Heiko. Okay. Also ein Fass, da sind jetzt 16 Totenschädel drin. Kannst du ja mal sehen, wie viele Barbaren wir schon gekillt haben. Du hast ja schließlich auch einen Haufen Schädel aufgestellt. Ja. Vor allem bei Benny im Haus. Schau mal vor, wir würden alle toten Schädel bei Benny im Haus aufstellen, Heiko. Das Haus war voll. Das Haus der Schrecken. Ja. Heiko baut fleißig. Das haben sie aber jetzt geändert, offensichtlich, Heiko. Das ging nämlich vorher nicht, was du da machst gerade. Was? Du stellst ja da die Blöcke hin, zwecks die Mühle und den Split oben und so weiter, ne? Ja. Und stellst auf denselben Block außen noch die Wand hin. Du hast ja an der Mühle außen vorne und das am Turm noch die Wand dran vorne zum Beispiel. Ja. Das ging vorher nicht. Nee? Nee. Okay. Du weißt aber, dass die Sägemühle den Eingang von der Seite hat, ne? Nicht von oben. Shit. Na gut. Nur mal so als Hinweis. So, Ich glaube, ich muss meins hier drastisch umbauen. Wahrscheinlich. Also zumindest an meinem Dach hier. So, ich habe jetzt eine Stahlaxt und krall sie mir und gehe jetzt Bäume fällen. Ich baue hier mal ich habe mein Dach mal so ein bisschen aufgehauen, dann baue ich nämlich hier vorne die Mühle hin. So, ich gehe mal ein paar Palmen ärgern. Alles klar. Gott, die ganzen Kürbisse hier, Heiko, ey. Die haben sich hier sowas von ausgebreitet, ne? Unmengen an Kürbisse hier, Heiko. Ja, das ist unfassbar, ey. Oh, hier hinten sind wenigstens noch ein paar. Aber wenn du mal bei mir guckst, wie viele Kürbisse ich allein bei mir noch im Lager drin habe. Ja, ja. Oh, die kann man doch gar nicht so gut verarbeiten, oder? Was brauchst du denn da, um Kürbisse zu verarbeiten am besten? Brot. Kannst du sie nicht anders verarbeiten? Ich guck gleich mal. Guck mal, ob du sie irgendwo noch anders verarbeiten kannst. Dann hätten wir gleich Unmengen davon, das kann ich jetzt schon sagen. Och, ist das schön, mit der Stahlaxt. Ein Schlag Baumfeld. Okay. Gleich vor allem mal,
4 Bäume auf einmal fällen, Heiko. Machen wir auch noch eine fünfte. Hui. So, jetzt liegen hier 5 Palmen, Heiko. Die muss ich jetzt erstmal einsammeln. Ich guck grad mal. Muss immer ein bisschen auf die Musik achten, dass hier keine Barbarblätter von irgendwo angerannt kommen, weil du siehst die hier auch echt spät mit dem ganzen Gestrüpp hier. Ich könnte die ganzen Kürbisse zu Salat verarbeiten. Und dann bräuchte ich nur noch Wurzeln. Wurzeln hast du da? Habt ihr da Wurzeln gebracht? Salat ist halt ein bisschen eintönig. Naja, aber wenn du sie zu nichts anderem groß verarbeiten kannst. Ja, was anderes geht einfach nicht. Ja, dann bist du auch mal die Kürbisse. Ja, außer halt Sweetbread und dafür bräuchte ich halt wieder Brot. Na gut, Weizen ist ja angesät, aber wieder macht doch Salat draus. Muss ja jetzt nicht alle verarbeiten, aber so eine gute Ladung auf jeden Fall. Geht so schön schnell mit der Stahlaxt, Heiko. Was kaputt gegangen bei dir gerade? Nein. Achso, dann war es, weil hier wahrscheinlich wieder das irgendwie so rumgespackt ist, die ganzen Blätter. Ganz ehrlich, ich pflanze auch keine Palmen, Heiko, ne? Okay. Weil, Palmen haben wir ja genug eigentlich. Hier wachsen mehr als genug Palmen. So, wie viele Palmenbaumstämme habe ich denn jetzt? 17, Heiko. Oh, da geht noch was. So. Zack, Baumfeld. Oh ne, ich hatte das Ding falsch rum platziert, shit. Zack, Baumfeld. Das Blitten falsch rum platziert, shit. Komm vor. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Bäume nicht wirklich nachwachsen auf diesen Baumstämmen, auf den Stümpfen. Juckt mir jetzt aber auch nicht groß. Und wie gesagt, Palmen haben wir hier wirklich mehr als genug. Ich pick mir allerdings die großen Palmen raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich hole mir hier wirklich die großen. Oh, jetzt läuft das Ding wieder. Jetzt ist der richtige Split drin. Ist der kleine Baum wieder im Weg. So, zack, Baumfeld. Es ist immer nervig, wenn diese Sträucher am Baum stehen, dann kriegst du den Baum immer nicht. Ja. Also, die Mühle läuft schon mal wieder und mit dem Abgang für die Sägemühle nachher, die ich jetzt platziere. Sammel. Was ist die Mechanical Stempel? Weiß nicht. Provided connection to mechanical power and pro tool head, the mechanical stamp will smash ore and stone. Ach so, warte mal, es gibt ja auch Eisenpuder und Goldpuder und sowas. Weiß nicht, ob es auch Steinpuder gibt. Or small stones, you know, this process is both faster and more efficient than other methods. Also ich könnte hier rein drücken auch noch was für dich hinsetzen, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt brauche unbedingt, das Puder, aber ich wüsste jetzt nicht, wozu ich es brauche aktuell. Bisher habe ich nichts, wo ich das als Rezept jetzt irgendwie brauchen würde oder so. Okay. Wenn man es braucht, kann man immer noch drüber nachdenken. Ja, das wäre ja wieder Busch im Weg hier. Na, die doofen Büsche. Na komm. Start cutting. So. Welcher Palme ist der nächste? Die nächste? Ach, der da. Gut. Bei mir. Zack. Tschüss. Machen wir heute einen noch Baumfäller. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Holz auf Vorrat, Heiko.
Ich habe jetzt bereits 35 Stämme, Heiko. Okay. Ist ein bisschen, ne? Ja. 35 ist doch schon mal eine gute Zahl. Hui. So. Dir fällt eine Palme nach der anderen, sage ich dir, Heiko. So. Wir wollen dreimal Linz-Oil. Was musst du jetzt machen? Flachs ist ja da. Ja. Da ist noch kein Krüge mehr. Warum liegt mir hinten ein Baum, den wieder keiner so richtig zerlegt hat? Gibt's ja wohl nicht. Gut, Frage, nächste Frage. Immer diese Fuscherei. Oh, drei Clay Jars. Und jetzt muss ich noch den richtigen Tool da drin haben. Ja. Hilfreich. Deswegen am besten ist, du machst wirklich mal ganz viele, nicht so 10 Stück gleich oder so von diesen Krügen, ne? Ja. Dann kannst du gleich schön viel Flachs auf schön viel Linz-Oil auf einmal machen. Sparst dabei ordentlich Flachs, deswegen. Weil der Spareffekt kommt dann wirklich erst, wenn du wirklich mehr machst davon halt. Ne? Ich bräuchte noch einen Krug. Hast du gerade zufällig noch Clay da? Wenn du das aus der Kiste nicht schon rausgenommen hast, dann ist da noch 10 drin. Ansonsten ist da nichts mehr, aber muss mal gucken. In der großen Kiste bei mir hinten noch was drin ist. Ich glaube, ja, das habe ich schon rausgenommen, ja. Ja, gut, muss ich ein bisschen klären, weil ich habe ich denn noch? Ein. Wow. Das reicht nicht besonders lange. Nö. So. Und der Baum noch und der Baum noch und dann die Palme noch und die Palme noch. Mach hier Kahlschlag, Heiko. 8 Stück habe ich schon. Ich empfehle noch 2 Clay. Aber das Schöne ist, meine Performance freut sich darüber natürlich auch, wenn ich die Bäume hier weghacke. Nur 10 Clay passt. So. Ich muss sagen, ich finde die Palme eh nicht so schön. Wir sind es auch nicht. Und man sieht so viel schneller. Bei mir nicht. Ich bin offensichtlich weit genug weg. Ja. So, jetzt soll ich die Bäume wieder zerlegen. Ich habe hier gerade eine riesen Batterie an Bäume gefällt, Heiko. Das sieht gerade aus wie ein Tornado lang geschossen, das sieht gerade aus. Sich gefällte Bäume. Gut ausgedünnt. Ja. Hat er bestimmt das Bild gesehen, weil ich die heute über WhatsApp geschickt habe, oder? Ja. Hab ich gesehen, das ist bei dir wieder so, weiß ich nicht, Schneehagelmäßig irgendwas so in die Richtung. Das war Hagel. Ja, bei uns hat es aber auch irgendwann dann nochmal, auch so fast Hagel. Wenn ja was fast Hagel oder es war Hagel, irgendwie so. Nee, das Ding, unsere Dachrinne ist komplett voll. Ist schön, ne? Läuft so gut ab dann. Ja. Decken. Genau, jetzt haben wir den auch wieder. Können wir hinten hinlaufen. Ich muss noch mal eben ein bisschen Essen mitnehmen. Der Helm hat wieder was in unserer Festung rum. Habe ich noch ein Schwert da irgendwo? Du hast da eins genommen letztens, das Bronzeschwert vorhin. Ja, ich hab's. 9. Kümmer dich mal drum. Ich bin gerade nicht in der, ich bin gerade zwar nicht so weit, nicht so in der Nähe, deswegen ich bin gerade hier am. Ist hingerichtet. Hingerichtet, wie das klingt. Ich hätte einen Galgen aufgehangen und ihn gehängt. Eigentlich sollten wir ihn der gerechten Strafe zuführen, anstatt das heißt, sie direkt zu töten. Ne? Eigentlich müssten wir sie festnehmen und dann. Oh, der hat sogar einen Salat dabei. Und dann müssten wir sie verurteilen. Um sie dann zu töten. Zum Tode verurteilt werden. Galgen hier hinbauen, ne? Genau so sieht's aus. Ist einfach mal schön, wie schnell das mit der Stahlachs geht, ey. Immer nur einen Schlag, Heiko, ne? Und dann kannst du schon wieder einsammeln.
Ein Schlag der Baum fällt, ein Schlag geteilt. Ich habe auf jeden Fall einen guten Kahlschlag hier gemacht, Heiko. Okay. Also zumindest, ich habe aber immerhin entsprechend der Umweltvorschriften, Heiko, ja. Ja. Mir nur die großen Bäume rausgesucht. Also die ganzen kleinen, jungen Bäume habe ich alles stehen lassen. Und die mittelgroßen. Wirklich nur die ganz großen rausgepickt. Okay. So, ich habe aber jetzt, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 82 Baumstämme. Reicht das erstmal? Glaube schon. Sollte, oder? Ich habe mit zwei kleinen Holzlager stehen und Benja hinten auch noch ein großes. Fürs also Erste sollte es erstmal reichen. Ein Lager müssen wir auch wohl können. Ja, ich denke schon. Ich habe auch schon ein kleines Holzlager bei mir stehen noch. In der Zwischenzeit okay. Schon. Bin wieder zu Hause. So, aber die Folge ist schon wieder zu Ende und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und sagen bis dahin. Ciao, tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.